Hallo, und das nächste Beispiel zur Anwendung des Energiehaltungssatzes. IES, und zwar senkrechter Wurf nach oben. Die Kugel wird mit der Anfangsgeschwindigkeit V0 senkrecht nach oben geworfen. Ich möchte wissen, wie hoch steigt sie denn? So, Standardvorgehen wie immer. Zustände römisch 1, römisch 2 und nicht vergessen, das Nullniveau, worauf wir unsere potenzielle Energie beziehen. Auch hier bietet sich natürlich direkt die Abwurfhöhe an. Dann kommen die Energiebilanzen. So, ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. In E1 habe ich keine E-Pot, ich habe aber E-Kin. Das heißt, 1/2 mv². In E2 habe ich, das ist die Charakterisierung vom höchsten Punkt, dort ist die Geschwindigkeit gerade 0, sonst würde er noch weiter fliegen, der Ball oder die Kugel. Das heißt, es wird die kinetische Energie umgewandelt in immer mehr potenzielle, 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 bis die potenzielle Energie maximal ist. In diesem Fall m mal g mal h und die kinetische Energie gerade verschwindet. Wenn ihr hier noch unsicher seid, schreibt wieder ganz stur hin, E-Pot 1 plus E-Kin 1, E-Pot 2 plus E-Kin 2. Nach dem Energieerhaltungssatz sind die beiden gleich. Das heißt, M mal E mal H ist 1/2 mv². Ich löse auf nach der gesuchten Größe groß H, teile durch M, M fällt weg, teile durch G. Das kann ich umschreiben, 1/2 durch G, heißt 1/2 mal 1 durch G, also 1 durch 2G, also V0² durch 2G. Auch hier verzichte ich wieder auf die Zahlen. Ihr könnt irgendwas einsetzen. V0 ist 5 Meter pro Sekunde, dann wird das quadriert, geteilt durch 20 und dann kommt irgendeine Steighöhe in Metern raus. Das war's auch schon. So, zum Vergleich noch lösen wir diese Aufgabe mit Hilfe von Newton bzw. den Bewegungsgleichungen einer gleichmäßig verzögerten Bewegung. Ich lege mir hier eine Ortsachse, klein h bezeichne. Und ist h gleich 0 beim Nullniveau und überlege mir, was für eine Bewegung der Ball macht. Es wirkt nur eine einzige Kraft, die Gewichtskraft, die wirkt nach unten. Das heißt, wir haben Beschleunigung ist minus g, negativer Ortsfaktor, weil entgegen der Bewegungsrichtung. Das leite ich auf. Die Aufleitung. Stammfunktion von minus g ist minus g mal p und jetzt ganz wichtig, noch mit einer Konstanten. Denn zum Zeitpunkt 0 möchte ich ja, dass die Anfangsgeschwindigkeit V0 vorliegt. Das leite ich nochmal auf, um die Strecke, also hier die Höhe in Abhängigkeit von der Zeit zu bekommen. V0 mal t minus 1/2 gt². Plus S0, aber das setzt nicht auf 0. So, das sind die Bewegungsgleichungen. Da hat man schon ein bisschen nachdenken müssen und Physikverständnis gebraucht. Jetzt sagen die mir aber noch lange nicht, wie ich hier die Steighöhe bekomme. Jetzt muss man verstehen, die Steigzeit, nämlich groß T, bekomme ich dadurch, dass ich den Zeitpunkt suche, zu dem die Geschwindigkeit gerade 0 wird. Denn das heißt, hier wächst der Punkt. Das heißt, V0 minus g mal t gleich 0. Das kann ich auflösen nach groß t und ich bekomme V0 durch g. Das heißt, Anfangsgeschwindigkeit durch Ortsfaktor sagt mir, wie lange es dauert, bis die Kugel ganz hoch gestiegen ist.
Wenn ich jetzt dieses T in H von T einsetze, dann bekomme ich die Steighöhe. Also Steighöhe ist H zur Zeit groß T, das heißt V0 mal V0 durch G minus 1 halb G V0 durch G ins Quadrat. Dann steht hier V0 Quadrat durch G. Da hinten steht auch V0 Quadrat durch G, denn ein G kürzt sich mit diesem G Quadrat weg. Das heißt V0 Quadrat durch G minus 1 halb V0 Quadrat durch G gibt tatsächlich auch 1 halb V0 Quadrat durch G. Also selbes Ergebnis wie hier, aber mit offensichtlich viel größerem Aufwand. Das heißt, ein Hoch auf den Energieerhaltungssatz, der uns hier ganz, ganz schnell zum Ergebnis führt. Nachteil, wie immer, eine Zeit kann ich mit dem Energieerhaltungssatz nicht herausfinden, weil er nur Aussagen über Zustände und nicht über die Bewegung dazwischen macht. Ich mir vorstelle, das ist eine Perle mit einem Loch drin und hier ist so ein gebogener Draht und ich schnipp die mit derselben Geschwindigkeit hier los und die Reibung sei wieder zu vernachlässigen, dann wird die Perle genauso hoch steigen wie diese Kugel hier. Allerdings wird sie verschieden lang brauchen. Und wie lang kann ich nicht ausrechnen. Also hier natürlich sowieso nicht, weil die Bewegung für uns zu kompliziert ist, aber prinzipiell mit dem Energieerhaltungssatz kriege ich das nicht in den Griff. Okay, aber da das nicht gefragt ist, sondern nur die Steighöhe, sind wir glücklich mit diesem Ergebnis und erinnern uns, das ist nichts anderes als der Bremsweg mit der Bremsverzögerung in kleinem g.